konnten heute zum Geburtstag von der Brigade Dampflok eine wunderbare Botschaft mitbringen. Welche denn? Die Stadtverwaltung plant, die Ausgaben für die Parkeisenbahn zu erhöhen von derzeit 150.000 auf 165.000. Das sind immerhin 10% mehr. Und das trotz der Haushaltskonsolidierung, in der wir uns befinden. Das ist also schon ein deutliches Zeichen pro Parkeisenbahn. Das steht natürlich unter Vorbehalt der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Das ist ja nur unser Vorschlag. Und wenn wir jetzt Hintergrund schauen, da ist Graf Arnim, da gibt es auch noch was. Das ist korrekt. Wir haben die Restaurierung der Lok Graf Arnim und die Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit auf die Prioritätenliste bei der Denkmalförderung gesetzt und hoffen darüber Fördermittel zu erhalten vom Land, die dann zusammen mit den Geldern, die auch der Förderverein gesammelt hat, und einer Förderung des Bundes ausreichen werden, um die Lok wieder so zu restaurieren, dass sie wieder auf der Parkeisenbahn hier fährt. Also die Aussichten sind da relativ gut dann. Die sind gut. Natürlich ist die Parkeisenbahn immer in, sagen wir mal, finanziell angespannten Situationen, weil wir eben auch nur das Nötigste geben können, was sie gerne hätte und was sie eigentlich bräuchte. Aber da fragen wir direkt mal nach. Das Nötigste ist jetzt aber erstmal eine schöne Botschaft, oder? Als Empfänger des Geldes? Das ist eine wunderbare Botschaft heute zum Geburtstag der Bahn. Und denn es funktioniert nur, wenn Eigentümer, Betreiber und Parkeisenbahnverein in einer Symbiose miteinander zusammenspielen. Nur so ist die Parkbahn zu betreiben. Mit viel Herzblut natürlich der Menschen vor Ort. Und wie Dr. Nickemann schon sagte, es ist natürlich nur das Nötigste, aber es ist wichtig zum Erhalt. Und ich glaube, so werden wir die Bahn auch in die Zukunft bekommen. Aber jetzt in Summe kann man wirklich sagen, das Geld würde dann, wenn wir die Fördermittel noch bekommen, wirklich ausreichen, um unsere grüne Lok hier wieder irgendwann in Schuss zu kriegen. Wenn beim Bauen nicht irgendwelche Besonderheiten auftreten, ist so der Plan, dass das ausreichen wird, ja.